ja doch ein ganzes Stück noch nach vorn. Wir hatten einen Schnuller, ein Glas. Aber ich kann mich jetzt nicht an den Korb erinnern. Da ist eine Box, aber da kommen wir halt auch noch nicht hin. So, ein Schuh. Wupp. No. Und seine Schlüssel. Ach, schön. Nee, ich geh noch mal oben zur Statue gleich. Kopf fängt wieder ein bisschen an weh zu tun. Ich hatte heute schon Aspirin genommen. Ich habe heute wieder so einen Kopfschmerztag. Super ätzend. Da können wir nur. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wa nee. Oder könnte das vielleicht als Korb. Ich. Und er packt ihn inzwischen und sagt: Oh Mann, ist das ätzend. Ich hasse den. Boah, ist der doof. So. Vielleicht ist das der Korb. Wir gucken mal. Vielleicht ist das der Korb. Das wäre wunderschön. Übrigens, falls das der Korb ist, möchte ich mal kurz was ausprobieren. Oh. Der ist aber gemein. Okay, ich muss ihn ablenken. Und hör auf, mir die ganze Zeit die Sachen zurückzuklauen, du Penner. Dann kann er auch nur eine Sache aufheben. Oha. Okay, das ist alles noch nicht so optimal. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwas anderes mache. Anscheinend juckt ihn das da auch gar nicht mehr. Was ist das denn? Oh. Ich mach das nochmal an. Du machst mir mein Picknick nicht kaputt. Komm! Ich muss so wissen, ob es richtig ist. Es ist nicht der Korb. Okay. Es ist nicht der. Weg! Weg mit dir! Was habe ich getan? Hä? Was habe ich jetzt getan? Ja, wollen wir mal gucken. Dann wollen wir doch mal gucken. Weißt du was? Ich kämpfe mit denen, ey. So ein Drecksack. Scheiße! Okay, ich brauche einen Plan. Die Sache ist, es ist ja doch ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit. Ja, ne? Das hat er auch gemacht, ey. So ein Arsch. So, warte. Mach das Tor auf. Das Tor muss auf. Kann ich bitte das Tor aufmachen? Oh Gott, geht das nicht mehr? Nein, was habe ich getan? Ich komme nie wieder.
wieder raus. Oh. Hallo, du auch hier? Okay, ich hab jetzt echt ein Problem. Wir kommen nicht mehr raus. Scheiße, wir kommen nicht mehr raus. Was mache ich jetzt? Oh, warte, der macht das jetzt bestimmt auf. Hä? Ja, ich hab die Thermoskanne nicht, Mann. Die ist doch auf der Picknickdecke. Ja, muss schon aufmachen. Aufmachen. Mach auf, komm. Typ! Oh, nehm ich das hier nochmal mit. Vielleicht ist vielleicht eh wieder drüber so? Nein? Ich hab was ganz Schlimmes getan. Ich habe etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes. Achso, warte. Warte. Ich kann's. Nee. Ah, da war's fast, da war's. Nein! Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. Mal gucken, ob ich das vielleicht... Wenn ich sowas hier von der Seite aufmachen kann... Geht leider nicht, scheiße. Okay. Ich bin ja gerade so in die Luft geflogen, ne? Vielleicht kann ich mich jetzt einfach hier rausbacken. So, ne? Und dann so. So. Und dann mache ich so. Wieder. Und dann komme ich bestimmt da raus. Hier. Scheiße. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Kann ich vielleicht irgendwie, wenn ich zurücksetzen? Oh, aber dein Fortschritt wurde gesichert. Okay, ich mach mal ja. Gut, also Fortschritt bleibt gespeichert, aber das Chaos ist weg. Zum Schnattern. Guten Tag, hallo. Gut, dann gucken wir mal. Das ist mein Fortschritt. Okay. Dann mache ich das hier erstmal ganz in Ruhe. Machen wir das diesmal richtig. Eins. Ich muss die Sachen nämlich irgendwie sammeln. Am besten so... Ja, hier irgendwo. So weit aus seiner Sicht heraus. Aber der merkt es ja immer, wenn was weg ist, ne? Das ist so komisch. Das ist so ruhig, das Spiel. Ist ab und zu lustige Musik dabei, aber an sich ist es sehr ruhig. Wir kommen auch irgendwann noch in der Stadt. Ich habe einen Screenshot gesehen. So. Achso, ein Sandwich hätte gereicht. Okay. Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne. Radio und Korb. Beim Radio hat er uns ja dann gesehen. Radio würde ich vielleicht als letztes nehmen. Schön. Oh, aber Radio, okay. Das ist mir ja gerade gar nicht aufgefallen, dass hier ein Radio... War hier die ganze Zeit ein Radio? Oh. Scheiße. Scheiße. Gut. Dann hätten wir das Thema auch erledigt. Ich komme aber nicht rein. Wie komme ich denn jetzt rein? Geh in den Garten. Was war das gemacht? Scheiße. Nein. Ah, die Steuerung. Ah. Ah, die Steuerung. Die Steuerung. Er hat seinen Schlüssel wieder. Die Steuerung. Das her. Los, du schaffst es. No! Wow. Und der Gärtner ist auch wieder nass. Das ist ja auch sehr schön. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich habe voll die gute Idee. Ich würde die Sachen, wenn die nicht komplett untergehen, genau hier hinlegen. Weil ich glaube, das kriegt er nicht mit. Ich glaube, das kriegt... Wir haben aber immer noch kein... Hallo? Oh, Entschuldigung, wir haben immer noch keinen Korb. Hey, dürft ihr mal bitte durch? Entschuldigen Sie bitte, mein lieber Herr. Also,
bisschen empört. Okay, ich habe eine Idee. Unvorsichtig sein. Ich bin die ganze Zeit unvorsichtig. Oder ist das da doch der Korb gewesen? Ich weiß es aber nicht. Guck mal eben. Ist das ein Korb? Oh, das könnte tatsächlich einer sein. Ja, doch, das. Oh, das sah aus wie ein Rucksack. Entschuldigung. Bitte Kommentare. Seid gnädig. Yeah, und jetzt brauchen wir noch Kürbis, Karotte und Thermoskanne. Thermoskanne haben wir ja gesaved. Wir brauchen also noch einen Kürbis und eine Karotte. So, wenn er mich jetzt da jagen sollte, dann weiß ich, also Karotte ist ja einfach. Aber beim Kürbis müsste ich eventuell dann nochmal diesen Schwimmtrick machen. Und beim Kürbis darf ich mich gleich auf keinen Fall erwischen lassen. Auf keinen Fall. Mit der Thermoskanne im Mund kann ich hier schnell hinschwimmen. Deswegen mache ich jetzt erstmal den Kürbis. Oh Gott. Er sieht, dass die Marmelade weg ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Er hat gerade so Bock auf Marmelade. Okay, warte, 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 warte. Er hat leider die Schlüssel, aber trotzdem. Komm. Schaffen wir irgendwie. Ich müsste ihm die Schlüssel wegnehmen. Und dann kann er nicht, nämlich nicht mehr raus. Ah, jetzt habe ich es. Entschuldigung, ich habe eine sehr lange Leitung. Aber jetzt müssen wir erstmal die Thermoskanne holen. Das ist super wichtig. Hallo, Thermoskanne. Ich will zu dir. Ja, da bin ich doch. Alles gut. Kopfschmerzen verschwinden übrigens gerade auch wieder ein bisschen. Komm, raus. Oh, was für ein schönes Picknick. Hurra! Eine neue Aufgabe. Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Okay, und ich habe immer noch nicht diese Sonnenhut-Sache gemacht. Oh, scheiße, stimmt ja. Da muss ich den jetzt wieder rauslocken. So. So kann ich den eigentlich besser rauslocken, machen wir lieber das hier. Mit dem Hammer auf den Finger zu schlagen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber Herr Gärtner, Sie sollten wirklich mal hier hinkommen. Also ernsthaft jetzt. Ich brauche unbedingt die Schlüssel für mich. Den Hammer. Ein Hammer. Da ist jetzt ein Hammer. Oh! Was? Das ist total ganz rassistisch. Ich wollte einen Witz machen mit rassistisch und ich wollte einen Witz machen mit rassistisch. Bitte nicht zitieren. Und ganz. Also er ist rassistisch Gänsen gegenüber. Finde ich scheiße. Ich fühle mich total ausgeschlossen und diskriminiert, du Arsch. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was ich hiermit mache. Oh. Oh. Was könnte er denn hämmern? Hey, guten Tag. Er hat eine Tasse. Die ist aber auch neu. Oh, scheiße. Okay. Konnte ich die hier vorne jetzt aufmachen? Hm.
Vielleicht hier, stimmt. Bin ich eh kacke, das Schild. So, kannst du mich mal. Stimmt, wenn er das Schild jetzt wieder aufstellt mit dem Hammer und ich in der Zeit das Schild entferne, wird er sich doch theoretisch auf die Hand... Nee, wird er nicht. Entschuldigung. Oh, er wollte gerade hämmern. Spaß, ich kann nichts dafür. Das ist so gut. Okay. Ja, ich muss da nochmal ein bisschen hier die Gegend auskundschaften, was er denn so hämmern könnte. Hier geht's ins Wasser. Ah! Tröd, tröd. Ich bin eine Gans. Hallo, guten Tag. Ja. Tschüss. So. Wunderschön. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Was ist denn hier? Also, wo kann der denn hier hämmern? Scheiße, ich habe immer noch nicht. Entschuldigung. Ich bin hier ein bisschen albern. So, während ich jetzt überlege, werde ich überlegen. Ja, warte mal. Vielleicht können wir das doch mal. Ich glaube, der sucht gerade eh seine Schlüssel. Ich finde, das macht sich im Wasser halt eh viel besser. War hier schon irgendwas? Hammer liegt da. Okay, hier aber nichts gemacht. Gut. Wie kann er sich denn da hochhämmern? Ich hätte gedacht, der haut das Schild da irgendwie rein. Aber ich müsste vielleicht an ihm ziehen so lange. Weißt du was, ich packe das auch mal ins Wasser. Ins Wasser. So. Ja, wir sind eine sehr schlaue Gans. Ich nehme 43 Minuten lang dieses Spiel auf. Okay. Einfach nur okay. Oh, wie schön die ist. Ich will die. Oh. Guck mal, für dich. Ja, verarscht, die kriegst du nicht. Uhuhu. Yeah. Ich rette die Rose. Ich rette die Rose und werde sie ins Wasser bringen. Dort wird sie ja wahrscheinlich eingehen, aber trotzdem. Jetzt ist er, glaube ich, sehr wütend. Habe ich sonst noch... Oh. Und dann ist er traurig. Jetzt können wir das hier aber nochmal nehmen. Warte. Aber auch nicht, dass das damit was zu tun hat. Das hier können wir machen, dass hier... Ah. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich hätte eigentlich wirklich gedacht mit dem Schild irgendwie, aber da kommt er jetzt auch gar nicht mehr dran. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich will etwas ausprobieren. Er hat ja die Schlüssel nicht, ne?
Das ist er ja hier drin. Ich mache das hier, damit er das ausmacht. Und jetzt sieht er, ah, scheiße, ich habe meine Schlüssel überhaupt gar nicht. Das ist ja schön. Vielleicht haut er sich ja jetzt irgendwie auf die Finger. Ist übrigens der Cranberry-Saft beim Wein. Hat niemand jemals gefragt. Ist schon scheiße, ne? Guck mal, was ich alles kann. Ich nehme dieses Deck. Oh, da regt er sich richtig auf. Und da ist er wieder nass geworden. Ta-da-da-da-da. Lalalala. Gut, ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht doch ein eigenes Bein jetzt gestellt habe. Keine Ahnung. Ja, guck mal, bitteschön. Ich bin voll die Terror, ganz einfach. Ey, geil. Guck mal, was ich mache. Guck mal, was ich mache. Boah, das ist so gemein. Ey! Was? Gib mir das! Was soll das? Ich hasse dich! Ich... Du denkst auch nur du... Du kriegst einen Sturmschlag. Don't fuck with my guns. So, jetzt aber. Okay. Wenn ich jetzt die Schlüssel hole, da sind sie, kann ich dann das vielleicht das... Warte. Tor aufmachen und vielleicht wären wir ja dann Freunde, wenn ich sage, oh, ich habe die Schlüssel gerade gefunden. Das war mein kleiner Bruder. Das war eigentlich gar nicht so mein kleiner Bruder. Der hat sich an meinem PC eingeloggt und einen bösen Kommentar geschrieben. Entschuldigung. Die bösen kleinen Bruder-Insider. So. Nee, doch nicht. Guck mal, die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel. Quack, quack, quack. Willst du haben? Aber guck mal, wie sauer der ist. Boah, ist der wütend. Nö. Hier. Nö. Hier. Nö. Okay, ich glaube, komm. Hier. Kriegst du sogar das Schild. Weil ich immer noch glaube, dass wir irgendwas mit dem Schild machen müssen. Was war der denn nochmal? Achso. Okay, komm. Wenn er meint, ich wünschte, ich könnte es irgendwie ummalen. Ja, dann nimm. Nimm. Nein. Du sollst das Schild nehmen. Muss ich hier alles alleine machen? Dann gucke ich mir gleich an, wie du das Schild da reinhämmerst. So, da. Ja. Helfe ich dir sogar hier mit. Oh, Junge. Das hier soll ich das hier machen. Oh, warte mal. Hab ich dir gebracht? Ist für dich? Bitteschön. Wieso ist der denn so langsam, der Typ? Quack. Lol. Scheiße, warte.
Vielleicht reicht es mit Quaken. Ja! Hurra, das hat geklappt! Okay, das ist ja witzig. Das ist sehr lustig. Ich glaube, ich muss das irgendwie doch schneiden. Ich glaube, das ist ein Format, das ich doch ein bisschen schneiden muss. Oh, hallo kleiner Junge. Was ist das? Ein Fußball?